Hi Leute, hier ist LineGamer1 und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Let's Play Spin Tires. Im letzten Teil haben wir unsere erste Lieferung Holz hier oben erfolgreich abgeliefert. Da seht ihr jetzt, steht jetzt 4 von 8. Also müssen wir jetzt nochmal 4 Ladungspunkte dort abliefern. Also nochmal mindestens eine Lieferung mittellange Holzstämme dorthin bringen müssen. Oder halt zweimal Kurzholz dorthin bringen oder halt einmal Langholz. Würde auch ausreichen. Wahrscheinlich, wenn es geht, werden wir dann nochmal eine Lieferung Langholz hinbringen. Und genau, heute geht es weiter mit dem Befreien des Aufklärungsjeep erstmal. Den haben wir ja vor ein paar Teilen hier leider voll im Matsch festgefahren. Da haben wir no chance hier. Ihr seht, auch mit Allrad und Diff-Sperre, no chance, kommen wir nicht raus. Da wollen wir jetzt das schwere Bergungsfahrzeug hier holen und das gute Stück hier befreien und dann mit dem Aufklärungsjeep hier hoch auf den Vulkan fahren und dieses schöne Stück hier freischalten und danach dann mal gucken, dass wir mit dem, einem von den schweren Lastwagen, vielleicht noch in dem Teil die Verdeckung hier freischalten, je nachdem wie weit wir in diesem Teil kommen. Also dann, los geht's hier zur Werkstatt, erstmal zu diesem Fahrzeug. Das Mehrzweckanbauteil ist angebaut, wir starten den Motor und es kann losgehen. Da läuft er, wunderbar. Und wir fahren. Lass uns hier mitten durchs Gelände fahren. Komm, mit diesem geilen Offroad-Gerät soll das kein Problem sein. Da müssen wir gucken, wir fahren hier links lang. So, Licht ist an, wunderbar. Mit dem kommen wir hier wirklich wahrscheinlich super durchs Gelände. 8x8 schweres Bergungsfahrzeug. Das ist zum Abschleppen von Fahrzeugen, kann das genutzt werden. Seht ihr hinten die Mega-Winde, die es da dran hat. Und hier hat 800 Liter Kraftstofftank, wiegt 26 Tonnen und hat 1000 Schadenspunkte. Das ist schon ein krasses Ding. Das sieht schon geil aus. So, und da schlagen wir uns jetzt hier durchs Gelände mit diesem richtig geilen Gerät und legen hier die ersten Meter in dem Let's Play mit dem zurück. Genau, und dann gucken wir mal, wie weit wir in diesem Teil kommen. Ob wir dann schon wieder eine Verdeckung heute freischalten oder nicht, je nachdem, wie weit wir halt, wie lange wir jetzt brauchen, um das halt jetzt zu befreien, das eine Fahrzeug, und also um den Jeep zu befreien und dann halt da hochzukommen zu dem Truck des Typen C4320. So, wir fahren rechts lang weiter. Der verbraucht wahrscheinlich aber auch ordentlich Kraftstoff. Ich mache jetzt mal Allrad gerade aus. So, ich hole ja hier einmal Schaden nach dem anderen. So, wow. So, wie geht's hier lang? Schon wieder aufgesetzt, eieiei. So, wir fahren. Ist eigentlich relativ egal. Lass uns mal so ein paar Wegpunkte setzen. Wissen wir. Ne, der war jetzt nicht so sinnvoll. Probier es mal, warte mal so. So. So, müssen wir da lang. Ist ganz gut. So, 40 Schaden. Eieiei. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob wir den Aufklärungsjeep da jetzt gleich gut rauskriegen. So, da geht's rechts lang. Wunderbar hier mit dem Navi. Ich habe das ja immer direkt gemacht, aber man kann ja auch so verschiedene Punkte da setzen und dann so die Strecke sich da setzen. Da muss man nicht immer auf die Karte schauen, ist schon cool. Aber im Simulationsmodus geht das nämlich gar nicht, glaube ich. So, und da geht's hier raus. Wunderbar. Da sind wir auch schon gleich da. So, ich guck mal kurz auf die Uhr, sind jetzt gleich 4 Minuten vergangen. Müssen wir mal gucken, ich gehe mal auf den Auspreis. Ja, vielleicht schaffen wir heute noch eine Verdeckung aufzudecken. So, schauen wir jetzt mal. Jetzt geht's aber erstmal hier weiter. Allrad lassen wir ruhig an. Aber der kommt hier locker durch das schwere Gelände. So, dann richten wir den ganzen. Richten wir das Ganze mal aus. So. Ich mache mir jetzt gar keine Sorgen, dass wir mit dem hier irgendwie stecken bleiben. Oh oh, hoffentlich kommen wir mit dem Jeep durchs Wasser dann. Aber wir müssen eben im Jeep, glaube ich, dann besser hier unten rumfahren. Beziehungsweise, nee, lasst uns mal hier lang fahren. Die Strecke kennen wir noch nicht. Weil wir müssen eh irgend da hoch. Da müssen wir hoch, weil wir können von da nicht hoch. So, schön raus. Wollen wir es mal so probieren. Ich würde mich aber lieber gerne vor den Stellen so ein bisschen. Oh, sorry. Ja, vielleicht reicht das sogar auch schon. Aber wir müssen ihn hier rüber kriegen, da wo jetzt das schwere Bergungsfahrzeug steht. So,
So, bleiben wir mal so. Ja, es klappt. So. Warte mal, was steht da? Steuern links, rechtes Auto. Ziehen wir mal. Ziehen. Wunderbar, das sieht gut aus. Schön da hinten an der Winde. Da ist da draußen der Aufklärungsjeep. Wunderbar. Lösen. Und würde ich sagen, Motor, nee, nicht Stützen ausfahren, die brauchen wir hier eh nicht. Motor abstellen. Fahrzeug wechseln, ab in den Aufklärungsjeep. Und mit diesem kleinen, schönen Fahrzeug geht's jetzt hier bei Nacht. 2 Uhr haben wir jetzt gerade weiter durchs Gelände, so. Jetzt aber schön ohne festzufahren. Jetzt haben wir einen schweren Bergungstruck noch hier, aber hier durch, guck mal, durch sowas, durch so dicken Matsch wie jetzt hier nebendran, sollten wir möglichst nicht mit dem fahren. Wow, wow, wow. Aber der schafft auch ein bisschen was, aber da waren halt auch die fetten Steine und das war natürlich auch nichts für den. So, hier mega Scheinwerfer, was die für ein helles Licht erzeugen. Aber hier lassen wir Allrad- und DÜV-Sperre auf jeden Fall durchgängig an. So, und wenn wir jetzt nochmal irgendwo festfahren, dann fahren wir mit dem anderen Fahrzeug weiter. Also dann nehmen wir das schwere Bergungsfahrzeug zum Erkunden. Aber sonst fahren wir jetzt mal ein bisschen mit dem Jeep hier. Ist auch ein schönes Gefährt, um hier das alles zu erkunden. So, genau, wie wollten wir fahren? Ich habe mir jetzt gerade schon wieder total verpeilt, weil ich wollte ja eigentlich da lang fahren. La la la. Scheiße. Mist, habe ich jetzt nicht gepennt. Weil hier unten, das kennen wir ja schon. Dann lasst uns drehen, kommt. Ja, dann schaffen wir dem Teil wahrscheinlich nichts mehr mit aufdecken, aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir jetzt den Truck freischalten. Wir gucken einfach mal, wir wissen ja noch nicht. Teil ist ja noch ein bisschen, wir sind ja immerhin noch um die 8 Minuten, beziehungsweise 10 Minuten vielleicht noch. So, hier kommt er aber durch. Ja, da waren halt diese fetten Steine und die haben halt echt Probleme gemacht. So, vielleicht sollten wir aber das schwere Bergungsfahrzeug wegfahren. Wir probieren jetzt mal nebendran vorbeizufahren, weil wenn wir stecken bleiben, ist das Bergungsfahrzeug ja eh hier. Vielleicht hier links. Ja, hier kommt der Aufklärungsjeep auch nicht durch. Naja, ja, wir müssen uns vielleicht ein bisschen orientieren, sodass wir am Rand so ein bisschen fahren. Dann können wir auch noch ein bisschen mit der Winde spielen. Das macht auch immer Spaß, mit der Winde noch ein bisschen zu arbeiten. Ja, da hat der Baum hier schon ordentlich was zu ziehen, aber das ist ja nur so ein Aufklärungsjeep. Der wiegt ja nur 1,4 Tonnen. Ist ja nichts im Vergleich zum... Ich muss immer eigentlich den fortgeschrittenen Modus dann ausmachen, weil der ist halt immer... da wird ja immer die Handbremse automatisch angezogen. Das ist ja dann nichts. Das wäre blöd. Ist ja blöd, weil dann kommen wir nicht voran. So, jetzt müssen wir halt, bevor wir durchs Wasser fahren. Wir müssen nicht hier raus, rechts, sondern... Aber ich fahre jetzt nicht hier rechts vorbei, weil da diese Steine liegen. So, hier schön raus. Wir müssen echt auf diese mega Brocken Steine, dicken, fetten Steine da aufpassen. Nicht, dass wir da schön hängen, an diesen Steinen hängen bleiben. Nein! Haben wir... Ja, da ist was. Fortgeschrittenen Modus aus. Fahren wir halt hier lang, irgendwo. Ah, die Handbremse schon wieder angezogen. Kein Wunder, dass wir nicht rausgekommen sind. So, genau, da unten müssen wir lang. Na komm, da müssen halt jetzt mal diese kleinen... noch... wachsenden Bäume hier, beziehungsweise alle Bäume wachsen noch, aber die halt noch, ja, die Bäume, die noch viel wachsen. Oh, das habe ich schon gerade gedacht, der fällt uns gleich um. So, schön auf die andere Seite, da sind vielleicht auch wieder Bäume. Genau, jetzt hier sind wir noch nie lang gefahren. Bei Nacht hier durch neu erkunden wir neues Gebiet, neues Territorium. Dann schauen wir doch mal, so was wir gerade noch machen ist Dachkoffer, Reparaturpunkte. So, dann ist das Fahrzeug wieder so gut wie null. So gut wie neu. Der Schaden ist fast null. So. Hier kommen wir ohne Probleme hoch. Allrad- und DÜV-Sperre habe ich jetzt durchgängig an. Wunderbar. So soll das sein. Mit der Winde haben wir ein bisschen gearbeitet. Ist schon echt nützlich, die Winde. Das macht richtig viel Spaß. Sau geil. Sau geil. Kipp uns nicht um. Nicht da reinfallen ins Loch. Wir müssen hier links lang.
Lass uns mal die Strecke abstecken. Nein, ich will die Zeit nicht umstellen. Machen wir erstmal so weit. Jetzt haben wir die ganze. Danach brauchen wir eh das nicht mehr unbedingt. Wow! Richtig geil. Leider auch hier hoch geschafft. So, hier sind wir jetzt mehr im Wald. Eben waren, also beziehungsweise waren die ganze Zeit im Wald, aber halt die Bäume waren nicht so nah an der. Da, wo wir gefahren sind. Hier haben wir eher die Bäume nebendran. Da haben wir eher Möglichkeiten, uns rauszuziehen. Oh. Fahren wir mal hier links lang, dass wir nicht so durchs Wasser fahren. Na, scheiße, das ist hier ziemlich matschig, wie ihr seht. Hier sieht es besser aus, der Boden. Sieht fester aus. Wir sinken hier gerade noch in den Fahrspuren da ein. So, sehr geil, kommen wir hier durch die Nacht. Aber es wird jetzt auch langsam hell, wir haben jetzt gleich 6 Uhr. Ein Liter Kraftstoff, der verbraucht ja fast gar nichts, aber gut, der hat auch nur einen kleinen Tank. So. Also ist auch schon cool, hier mit dem kleinen Aufklärungsjeep sich hier durchs Gelände zu kämpfen. Man ist ja nicht immer mit diesen Mega-Fahrzeugen unterwegs. So. Hiermit hat man halt ein bisschen mehr Möglichkeiten, ist halt wendiger. Kommt man hier auch lockerer durch. Und die Strecke ist ja für den überhaupt kein Problem. Das ist ja Pipifax, das ist ja hier gar nichts. Im Vergleich zu dem, wo wir davor gefahren sind, das war für den schon schwieriger. Der hat ja auch Allrad und Differentialsperre, von daher. So, links lang, genau hier haben wir auch den Pfeil. Und da oben beim Kompass sehen wir es ja auch. So, hier wird es aber wieder ein bisschen matschiger. Also sowas ist dann schon, ja, kommt halt darauf an. Aber wahrscheinlich war der jetzt nur stecken geblieben, weil da diese Steine waren. Sonst wäre der auch, ihr seht ja, hier kommt der auch ohne Probleme durch. So. So, schön hier durch. Wunderbar. Und ich glaube, wir kommen in dem Teil aber dann nur bis zu dem Freischalten des Trucks. Müssen wir kurz anhalten. Hier geht es nämlich jetzt vor uns links hoch auf den Vulkan. So, und hoffentlich, dass wir. Dann hoffe ich mal, dass wir auf der letzten Strecke hier nicht irgendwie hängen bleiben. So. Aber man ist halt doch um einiges wendiger mit dem Fahrzeug, aber kommt halt nicht. Da kommt, mit anderen Fahrzeugen kommt man aber doch nochmal ein bisschen mehr über gewisse Sachen drüber. Aber schon geil, das Fahrzeug. So, oh, habe ich wieder ordentlich Schaden hier. Haben wir ordentlich Schaden wieder bekommen. So, hier nochmal schön hoch. Das ist ja wieder eine etwas leichter befahrbare Strecke. Und da oben scheinen sogar irgendwelche Lampen oder so zu stehen. Das ist ja geil. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Yeah. Lass uns doch vielleicht noch eine Verdeckung aufheben. Es geht schneller, als ich gedacht habe. Doch, hier hoch. Aber wir sind noch nicht oben. Aber gleich haben wir es geschafft. So, hier können wir auch in den Krater da reingucken. Da dürfen wir jetzt aber nicht reinfallen. Das wäre jetzt scheiße. Da steht er. Das geile Fahrzeug. Der Truck des Typen C4320. Wir haben ihn freigeschaltet. Yeah. Oh, das sieht auch nochmal richtig geil aus, Leute. Da kann man auch einen langen Holzanhänger, glaube ich, dranhängen. Deswegen können wir dann vielleicht mit dem, ja, das lang, dann Langholz, das, dann Langholz transportieren. So. Wow, guckt mal hier, das ist auch nicht mehr so unbeschadet jetzt, das Fahrzeug. So, naja, wir haben ein bisschen Schaden jetzt gerade. So, können wir mal kurz reinwechseln, das Fahrzeug. Genau, was hat er gerade dran? Ich glaube, Mehrzweck, ja, hier mit Reparatur. Oh, der hat auch nicht mehr viel Kraftstoff. Aber wir werden den wahrscheinlich erstmal zur Werkstatt ansetzen. Gut, dann geht es nochmal gerade für uns hier hoch in einen von denen. Einer hat, nee, der hat den Anhänger dran, den wollte ich nicht. Den da drüben. Genau, der ist ein bisschen kürzer, der ist nicht so groß. Also nicht so lang halt. Gucken gerade, wir fahren zu der Verdeckung da hinten, würde ich sagen. Dann haben wir hier, naja, haben wir auch nicht so viel, aber hier halt das Gebiet und das. Da machen wir lieber das hier unten. Ne, kommt. Das lassen wir uns dann fürs nächste Mal übrig. Wir müssen mal gucken. Wir machen einfach mal einen Punkt dahin. 107 Meter wäre der direkte Weg. Es geht in die Richtung. Los geht's. Ist jetzt auch hell. Oh, scheiße. Erstmal dem Fahrzeug der Schaden zugefügt. Was hat der eigentlich hinten drauf? Ich glaube, es hat jetzt keinen großen Nutzen, das da hinten. Und da sehen wir auch schon die Verdeckung. Beziehungsweise den Punkt zum Freischalten der Verdeckung. Einfach mal Allrad- und Diff-Sperre an. Also war wieder ein richtig geiler Teil hier. Haben wir uns schön mit dem Aufklärungsjeep da. Er ist echt gut durchs Gelände durchgekommen. Also ich bin doch erstaunt, wie gut der durchs Gelände durchkommt. Nachdem, wo wir uns da das letzte Mal da so festgefahren haben mit dem, habe ich gedacht, oh, hoffentlich kommen wir da jetzt überhaupt so weit. Und, na, hier gibt es nichts mehr zum Freischalten. Ach komm, wir holen uns jetzt noch die letzte Verdeckung in dem Teil auch noch.
Ja, genau, da dachte ich irgendwie, ja. Hoffentlich fahren wir uns nicht irgendwie fest, aber ich bin doch erstaunt, wie gut der doch durchs Gelände gekommen ist. Echt richtig geil. Der hat natürlich auch Hinterradantrieb. So. Muss auch noch gerade mal hier markieren. So. Wie viel Meter? 200 irgendwas. Los geht's. Aber wir wissen ja keinen Weg. Da unten sieht es nach einer Straße aus. Ja, ist ja keine Straße, aber halt. Ich sag dazu jetzt immer Straße. Ja, hier kommt man, glaube ich, einigermaßen lang. Wir wissen ja ungefähr die Strecke. Und dann schauen wir mal, ob hier irgendwo noch ein Fahrzeug dann steht, was wir noch freischalten können. So. Kommt, da können wir hier mal direkt durchbrechen. Bäm. Also, das Fahrzeug ist Lumberjack, ein neuer. Und zwar auf Deutsch Holzfäller. Die Errungenschaft haben wir jetzt gerade freigeschaltet. Ich finde den. Steht da vorne vielleicht noch irgendwas? Da vorne ist die Verdeckung ist zum Aufheben der Verdeckung. Ja, den Truck und den Truck, den wir jetzt eben freigeschaltet haben, die sehen beide auch noch richtig geil aus, finde ich. Sehr coole Fahrzeuge. So. Oh. Bisschen härteres Gelände hier. So, werden wir gleich sehen, ob wir noch irgendein Fahrzeug hier auf der Map haben, was wir noch freischalten können. Vielleicht steht es auch hier hinter dem Gebäude. Ne, das wird uns sonst aber, glaube ich, angezeigt werden. Erstmal wieder Schaden geholt. Eieiei. Verdeckung entfernt. Und damit auch die Errungenschaft Erkunde Vulkan freigeschaltet. So, ne, hier gibt es jetzt kein Fahrzeug mehr. Das heißt, wir haben alle Fahrzeuge auf dieser Map jetzt gefunden und freigeschaltet. Und somit, seht ihr, haben wir jetzt hier die ganze Karte ersichtbar. So sieht es jetzt hier noch aus. Sehr coole Map auf jeden Fall. Und genau, Planung für den nächsten Teil ist dann mit wahrscheinlich genau dem schweren Lieferwagen hier, mit dem wir gerade unterwegs sind, den. Ach komm, wir fahren die Strecke jetzt. Wir können zwar versetzen, ich glaube, das geht nämlich im Simulationsmodus nicht, dass man versetzen kann, ne? Das geht nicht, aber wir haben genug Zeit. Ne, komm, wir fahren da mal hier die Strecke ab, dann kennen wir das auch. Gucken, ob wir hier halt den Werkstattauflieger ankuppeln können. Und dann, wenn nicht, halt nur die Werkstattladefläche. Und je nachdem fahren wir einmal ein oder zweimal dann zur Werkstatt, schalten die hier frei. Und dann sind wir schon fast fertig hier auf der Karte. Dann werden wir noch einmal mit dem Truck hier Holz transportieren, und zwar Langholz, wenn es geht. Und danach geht es dann auf der nächsten Karte weiter. Das war's also schon wieder von diesem Teil. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Teil hat euch gefallen. Bis dann. Haut rein, euer Line Gamer 1. Ciao.